Einen schönen guten Morgen. Wir sind wieder auf Achse. Equipmentmäßig haben wir uns ein bisschen was wieder zusammen da erricht, Gott sei Dank. Und vorab einmal ein großes Danke an die Spenden, was schon gekommen sind, wirklich stark. Ja, also es taugt uns volle. Und das wird in Zukunft auch belohnen, wenn sie irgendein Special einfallen lassen. Ja. Vielleicht mache ich sogar so eine Tour mal irgendwo in der Gegend, was zentral ist. Und dann gibt es so ein kleines Fotogeschichte für jeden, der was gespendet hat, der kommen mag. Vielleicht machen wir irgendwas. Wir lassen auf jeden Fall was einfallen. Ja. Zurück zum Business. Meine Nase rinnt, Heuschnupfenalarm. Wir sind in Welsberg. Wir fahren heute auf die rote Wand, kommen am Steuersattel dann raus. Sind jetzt drei Tage in die Dolomiten, Anführungszeichen Dolomiten. Wir fahren Bus total an und geht dann Richtung Cortina und dann geht es weiter, falls Regen passt. Wettertechnisch schaut es in die Richtung gut aus. In die andere Richtung schaut es nicht so gut aus. Er hat Nordföhn gesagt, ich hoffe, aus dem Nordföhn wird kein Nordstau, weil sonst gibt es nasse Fussi. Nein, wir hoffen das Beste. Ja. Genau. Kann man noch was sagen? Nein, doch, es sind recht viele Höhenmeter, fast 2000. Also werden wir Akku schulen. Genau. Ein paar Meter haben wir schon gemacht, gell? Jetzt sind wir bei St. Martin vorbei. Da hinten sieht man. St. Martin, da hinten sieht man schon, ob es noch weit weg ist, quasi nicht. Die Dolomiten aus der Ragen. War echt super cool zum euch fahren. Das ist toll. Schön. Wenig Verkehr. Mhm. Also kaum was los. Wir sind sogar die Hauptstraße rein gerade. Es gibt einen Radweg auch, aber das haben wir jetzt gespart. Da war es jetzt gleich knusprig gelaufen. Also, Und eigentlich schon konträr im richtigen Leben macht es eigentlich Spaß, wenn es bergauf geht. Beim Radfahren nicht und im richtigen Leben, wenn es bergab geht, macht es keinen Spaß beim Radfahren. Schon. Ja. Schräge Welt, oder? Da kommt man fast philosophieren drüber. Gut, für uns macht es keinen Spaß, weil es geht noch weiter bergauf. Bis auf knapp 2000 Meter und 800 sind zum Drum. So, wir haben eine kleine Riegelpause. Da hinten hat die Wicke schon Platz genommen. Genau. Wir fahren dieses Karbachtal hinein zu. Ist echt wunderschön. Kleiner Stausee. Ein bisschen was los ist, klar, da ist ein Parkplatz und ein Alm drinnen. Aber voll idyllisch. Wetter schaut auch relativ brauchbar aus. Ich meine, Sonne hat noch Aufholungsbedarf, aber ja, ist halt auch so, gell? Wir sind froh, dass wir da sind. Ja. Genau, zeitlich sind wir gut im Rennen. Ja. Jetzt können wir ungefähr so 300, 400 Höhenmeter treten und dann kommen wir die 800 als Tragepassage. Ja! Genau. Wir haben nur noch ein Huckerbike, leider zuerst ein bisschen verzögert durch unseren Diebstahl. Aber Vicky hat diesen E-Bracket VD Rucksack und da konnte ich super umliegen. Und ich habe diesen Moab mit Rückenprotektor, da brauche ich fast ein Huckerbike, weil der recht flach ist. Jetzt machen wir das so. Ob es gerast da hinten in dem Bildschirm, sie sind schon am Weg. Also Support läuft schon wieder. Danke. Danke in diesem Sinne, ja. So, wir sind jetzt schon relativ weit herum. Das heißt, da oben glaube ich von gleich mal die Tragepassage an. So. Riesen Bach da. Und das Wetter spielt echt gut mit, also bis jetzt mal super. Ich meine, es könnte schöner sein, aber ja. So, es wird geschwitzt. Es wird getragen. Wir sind auf 2100. Richtig cool bis jetzt. Wetter, naja, ja, Luft nach oben, das heißt Zeit zum Jammern, das heißt es passt eigentlich. Ja, es ist echt ein bisschen dumm. Location richtig geil, ich war da selber noch nie erinnern und auf jeden Fall echt cool. Wir sind jetzt bei der Alm, wie gesagt, vor der Alm haben wir jetzt dann noch ungefähr 700 Höhenmeter auf dem Gipfel. Sollte machbar sein, was sagt die Victoria? Gib ein Feedback, Vicky. Gib ein Feedback. Schaffen wir schon. Sie steht ziemlich auf der Kreuz, das seht ihr es. Das ist der klassische X-Tritt von den Blixen da. Ja, das ist so. Und hinter der Wicke draußen seht ihr die Dolomiten aus der Streuen. Sehr cool, da sind wir dann morgen. Mega. Gut. Questa, Monte Questa. So, jetzt müssen wir das Display einschalten, das ist da hier. Da rauf gehen wir.
Und von da fahren wir dann auf den Steuersattel an. Ich hoffe, es geht der Plan auf. Zumindest werden sie Blasen auf die Schuhe raufgehen für die Hatscherei. Naja. Schaut schon besser aus, gell? Mhm. Nach hinten und nach vorne. Jetzt dreht er um die ganze Maschinerie. Genau. Da vorne ist unser Gipfel. Schaut jetzt auf dem Weitwinkel extrem weit aus. Ja, gut, ist ja ein weiter Winkel. Schaut mit dem Auge noch weiter aus und ist zum Gehen, glaube ich, richtig weit. Nein, ist überschaubar. Ein paar Kugeln schon mal dumm am Gras, da schauen wir dann auf. Wunderschöne Gegend. Ich glaube, im Herbst auch richtig cool, wenn alles eingefahren ist. Ich finde es jetzt echt lässig, dass wir es machen. Ursprünglich war geplant gewesen, die Hexenscharten, die war da drüben jetzt in dem Bereich. Werden wir sicher auch noch machen. Wenn nicht sogar heute nochmal, dass wir nochmal aufvertreten. Mhm. Wenn wir die 5000 Höhenmeter voll ist, auch immer nicht. Mei. Was war's denn, genau. Viel Spaß. Die Viktoria wünscht mir viel Spaß. Ja, ich gehe dabei essen. Sie geht dabei ein bisschen was essen. Da hinten aus der Sicht bei den Dolomiten. Ja, schon ein bisschen Schnee drin. Ich hoffe, das von morgen geht, gell? Ich hoffe, mir da geht's. Weil hätte man die Ski mitnehmen sollen. Nein, ich hoffe mir nicht mehr. Nein. Temperaturmäßig echt krass. Wir haben am 18. Juli 1995. Nein, da hast du Geburtstag. 2020 kommen. Wann habe ich Geburtstag? 95. 1995 hast du Geburtstag. Ich bin geboren. Wann habe ich Geburtstag? Am 20.07. 95. Ja. Genau. Schreibt es in die Kommentare, wie alt sie wird. Schon wieder, hä? Boah, das ist nicht mehr lustig. Ja. So ist es bei uns. Also, ihr wisst, was die Vicky durchmacht und mir einen Berg aufvertragen. Ja, genießt es. Nicht nur da, sagt sie. Dabei geht es dir eh so gut. Ich habe nicht gesagt, dass es nicht gut geht. Andere taten dein Leben lieben, den ganzen Tag treten, aber wo es nicht dreht, du hast das tragen, ein Fradl. Das ist ja wunderbar. Ja. Und im Bach waschen. Echt voll fein. Na, genug geredet, gehen wir weiter. Also, da wackel ich auf den Beinen. Es ist nicht, dass wir keine Kasse schließen können, es ist einfach kein Weg da. Nein, es gibt keinen. Wahnsinn. Also, es gibt so gefühlt schon viele Markierungen. Das Ding umsteigen, ja genau. Jetzt haben wir eine Handvoll Markierungen und so geht es einfach auf. Man schlängelt sich durch, findet irgendwo eine Markierung, man freut sich voll, wie bei Super Mario, wenn du irgendwas gefunden hast. Ja, und genau. Ja, Kulissen werden immer cooler, jetzt sieht man die Dolomiten richtig gut schon hinten. Wie man Gipfel zuerst auch schon gesehen, jetzt sehe ich auch nicht mehr, weil jetzt wird es hoffentlich nicht mehr sein. Und der Hunger klopft auch schon in der unteren Etage. Ja, aber was soll's. Dann werden wir noch ein bisschen klopfen lassen, hoffentlich tritt jetzt nicht die Tür ein. Ja. Ja, was sagst du? Ja. Was hast du heute mit? Mit habe ich heute Brot gestern noch. Ja. Und Salami und Riegel und Apfel. Super. Morgen gibt es Käse, den wollte ich heute nicht mitnehmen. Wow, richtig cool. Weil ich nicht gewusst habe, wie viel Zeit wir oben haben. Das stimmt. Was habe ich heute mit? Ja. Bisschen Sushi. Sushi. Dann Salzburger Nockerl habe ich mit. Wow. Und zum Schluss haben wir jetzt irgendwas machen, irgendwas einfaches noch. Ein Latte. Wohnnudeln oder ein Latte vielleicht, ja genau. Also ganz locker. Du bist da mit dem Gaskocher. Das Ding riecht so gut, ja. Deswegen ist ja das Rad so schwer, weil was drin hängt. Oh, ja. Mhm. Gut! Ja, jetzt gibt es noch die letzte Riegel- und Apfelpause vom Gipfel. Seht ihr den Hintern sein? Ja, wo ist er? Da ist er versteckt, ein bisschen. Ja, genau. Kommen wir echt nicht mehr weit. Ja. Und krass, oder? Es scheint echt voll die Sonne gerade. Ich habe es auf den Videos gesehen, so habe ich es jetzt nicht gesehen. Und jetzt zeige ich euch einmal, wo es gerade da unten ist. Und von dem Steinerhaufen, wo wir zuerst. Da. Und da hat es geschneit. Ja. Es hat echt geschneit. Von halben Meter. Genau, es hat geschneit. Am 18. Juli bitte. Mhm. Heftig. Ja, bald geschafft. Mein Vorteil hat sie Schokolade im Rucksack geschmissen. Das stimmt. Hast du schon wieder was reingeschmissen? Ja. Ja, sind wir froh, dass wir keine Eier speisen mit haben. Sind wir froh, aber Daniel. Was muss man noch machen? Was haben wir noch gemacht? Salzburger Nockerl, ganz was Einfaches. Ah, wir haben die letzten Meter vom Gipfel. Es ist echt höllisch gewesen da vor. Es ist echt krass. Also Nordtirol zu richtig heftiges Wetter. Ja, da ein bisschen besser, eiskalte Schneipp. Genau. Und bei uns geht es jetzt auf. Die letzten paar Meter da noch. Boah, es ist echt heftig. Kulissen halt richtig gut. Also der Berg bis jetzt Wahnsinnstour. Einfach richtig geil. Yeah.
Geil. Wahnsinn, hinten der Kronplatz, aber da ein feines Seniorsgebiet. Hinten schauen die drei Zinnen an, aus, ganz klar. Richtig geil. Da fahren wir. Bianca, Vicky, Wall. Gute Kulissen. Mega! Läuft, oder? Thank you.
Flitten im Bach und so, gell? Geile Flitten im Bach und so. Dann kommt der Pferd noch im Video, aber. Also gleich im Meister. Sehr geil. Back in Tupelo in 1935, baby boy, right?
sind schon am Steuersattel. Ja. War richtig cool. Richtig, richtig cool. Also sehr mega Trail. Wahnsinn, ja, von der Rotwand war brutal. Wahnsinn. Also Enduro, echt wie Frankreich, wie unser Spell damals unten, ist wirklich ein Wahnsinn. Da hinten seht ihr es, die Valo Alpino Bauten am Steuersattel. So viel Zeit haben wir schon wieder leider nicht mehr, weil boah, Ferrari, da geht voll ab. Schaut mal, was du jetzt aufverfolgst. Ferrari! Und ein Arsche, naja, so ist es halt. Genau, wir fahren jetzt da hinten. Na, da hinten weiter. Da hinten weiter fahren wir, genau. Und geht dann euch bis. Da ist der See. Bis zum Amthölzer See. Und von Amthölzer See geht es dann zurück zum Auto. Richtig coole Runde. Bis jetzt ja, aber schon 2000 Höhenmeter nach oben leider. Also, ja, und wir sind ganz in der Früh gestartet. Genau. Dachte ich was. Haben gleich weiter, wir haben keine Pause gemacht. Es war eine kurze Riegelpause und wir sind oben am Gipfel nicht, weil es hat ja geschnitten, das habt ihr eh wahrscheinlich gesehen. Bäh. Und Acher auch eigentlich durchgefahren. Auch keine Riegelpause, nichts. Genau. Und es ist die GoPro flöten gegangen. Und ist, wie spät ist? Habe ich 5. Habe ich 8. Nein, echt heftig. Also zeitlich muss man sich gut einplanen. Und ist die GoPro aber flöten gegangen? Ich sage aber 3%, aber sie nimmt schon noch auf. Ich hoffe ein bisschen, was ist oben. Ich glaube, kälte. Deswegen machen wir zwischen also fahren wir vorbei. Ja. Aber deswegen sind immer ein paar Videos. Genau. Passt. Wir packen sie zu. Auf geht's. So, hier ist es schon zwei Abfüßen. Schaut sehr gut aus. Mexico City, das müsst ihr spiegeln. Also, es hat so spiegelt fast dieses Bild, das seht ihr euch richtig gut. Richtig gut. Ja, Tour war absoluter Wahnsinn. Also, super. Ein einziges Problem, die GoPro, die was jetzt immer ausgeschaltet hat. Leider haben wir das nicht auffassen können. Also, hast du euch unbedingt nachgefahren. Wir haben GPS direkt dazu. Ein Haufen Fotos. Machen wirklich einen guten Tunbelicht aus. Wir sind beim Essen. Ich habe jede Art. Die manche Daten vertragen sie nicht ganz. Deswegen haben sie ein bisschen Abstand gehabt in der Mitte. Nein, Spaß beiseite. Bleibst du. Und fahren wir weiter. Sehr geil. Mega. Ja, Momentan. Genau. Jederzeit, ja. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.